Klaus Barkowski, die ist gestorben. Die Hamburger Kiezgröße Klaus Barkowski ist tot. Das berichten mehrere Medien. Darunter die Bild-Zeitung und das Hamburger Abendblatt. Er starb im Alter von 69 Jahren. Der 1953 in Hamburg geborene Ex-Zuhälter und Künstler wurde als Lamborghini Klaus oder der schöne Klaus bekannt. In den 80ern war er Anführer der Nutella-Bande, einer Gruppe von Zuhältern auf St. Pauli. Zuletzt lebte und arbeitete er als Künstler in seiner Heimatstadt. In seinem letzten Interview mit der Bild erklärte er, St. Pauli sei nicht mehr das, was es mal gewesen sei. Viele von früher sind gestorben. Die Menschen haben sich verändert. Früher war St. Pauli eine Familie. Heute ist jeder nur noch für sich. Anführungszeichen. Sein Leben wurde in der Amazon-Serie Loden, Könige der Ripperbahn behandelt. Sie spielt im Hamburg der 80er Jahre und erzählt vom Wandel der titelgebenden Straße zur verruchten Partymeile. Mittendrin, Klaus Barkowski, Aaron Hilmer, 23, der sich zum starken Mann eines Zuhälterkartells mausert. Das mit zunehmender Gewalt die Kontrolle über den Kiez an sich reißt. Loden, Könige der Ripperbahn läuft seit 3. März bei dem Streamingdienst. Verwendete Quellen, Bilde, Abendblatte.